Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat auch für 2024 wieder zahlreiche Zusatzleistungen beauftragt. So sollen bestimmte Ereignisse besser mit dem Zug erreicht werden können. So wird es zum Bergstadtfest Freiberg vom 13. bis 16. Juni einen Sonderverkehr zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf geben. Während des Landesernte-Dankfestes vom 27. bis 29. September in Mittweida wird die Regionalbahnlinie RB45 auf einen 1-Stunden-Takt erweitert. Die erzgebirgische Aussichtsbahn zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg wird an zwei Wochenenden durch finanzielle Mittel unterstützt. Und auch der Saisonverkehr von Komotow über Weibritri nach Kranzahl kann stattfinden. Von der tschechischen Bahn ist der Verkehr neu auf die Monate April und Oktober ausgedehnt worden. Der VMS finanziert die Fahrt von Weibritri nach Kranzahl in dieser Zeit. Zum Advent werden die Linie C11 Chemnitz-Stolberg und C14 Chemnitz-Thalheim im Takt verdichtet. Außerdem soll es eine Bahnverbindung zum Weihnachtsmarkt in Marienberg zwischen Marienberg und Pockau-Lengefeld geben.